Drei Dinge, die auf einer Wintertour niemals fehlen sollten. Aber wieso eigentlich Wintertour? Wieso sage ich nicht Skitour? Zur Einleitung des Wintergrundlagenkurses, wo es maßgeblich selbstverständlich auch um Skitouren geht, geht es aber eben auch um Sicherheitsausrüstung. Und die brauchen wir alle, egal ob Ski, Schneeschuhe oder Bergschuhe. Denn egal, ob wir mit Skiern, Schneeschuhen oder auch zu Fuß unterwegs sind, die Gefahren sind immer die gleichen, für alle von uns. Unter einer Lawine sind wir also letztlich immer gleich. Deshalb gilt für alle vorweg, die Sicherheitsausrüstung ist und bleibt die gleiche. Leider sieht man oft, dass gerade Schneeschuhwandern eine Sportart ist, die mit fehlender Vorbereitung in Sachen Sicherheit einhergeht. Und damit möchte ich gar nicht die Schneeschuhgeher verunglimpfen, doch Skitourengeher haben oftmals ein etwas anderes Bewusstsein für die Gefahr per se. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass man Lawinenunfälle meist mit einer Skiabfahrt im Gelände verbindet und deshalb der Schneeschuhgeher demnach aus dem Schneider wäre, aber ehrlich gesagt, da mutmaße ich jetzt einfach auch nur. Natürlich stimmt es, Lawinen gehen oftmals mit einer Zusatzbelastung einher. Gerade bei steileren Abfahrten kann die ein oder andere Schneedecke natürlich sensibel sein. Und bei gewissen Steigungen ist sowieso nur noch die Abfahrt und nicht mehr der Aufstieg möglich. Trotzdem sind neben spontanen Lawinen auch andere Menschen als Auslöser, vielleicht weiter oben am Berg, eine reale Gefahr. Weshalb die Sicherheitsausrüstung für alle, auch für die Fußgänger, Pflicht sein sollte. Aber was gehört denn eigentlich zur Pflichtausrüstung dazu? Im Prinzip teilen wir uns die Sicherheitsausrüstung im Winter in drei Teile. Da wären zum einen lawinenverschütteten Suchgeräte, kurz LVS-Gerät, eine Lawinensonde und eine Lawinenschaufel. Ihr seht schon, da geht's vor allem um Lawinen. Sicherheit im Winter ist also ganz anders als Sicherheit im Sommer. Logisch. Wichtig ist aber, dass die Sicherheitsausrüstung im Winter keine garantierte Hilfe darstellt, sondern nur die Chancen einer erfolgreichen Rettung erhöht. Es verhält sich also nicht wie im Sommer, dass ein Biwaksack mich vor der Erfrierung schützen wird. Hier wird's wieder tricky. Immer wieder hört man vor allem von alten Hasen, dass die Sicherheitsausrüstung nur dazu verleitet, mehr Risiko einzugehen und unvorbereitet auch ins Gelände zu gehen. Und auch wenn ich ein Freund von zusätzlicher Sicherheit bin, muss ich zugeben, da ist schon auch was dran. Die Vorbereitung, also das Studieren des Lawinenlageberichts, ist ein wichtiger Grundpfeiler vor einer Wintertour. Außerdem auch die individuelle Vorortabschätzung, um nicht blind in eine Gefahr hineinzulaufen. Die Sicherheitsausrüstung im Winter, also das Dreigestirn aus LVS-Gerät, Schaufel und Sonde, sind also nur eine Worst-Case-Lösung. Das ist wichtig zu unterstreichen, damit niemand auf die Idee kommt, mit Lawinenausrüstung nun auch mehr ausprobieren zu können. Nach dem Motto, ich kann ja auch gerettet werden. Es gibt trotz der Lawinenausrüstung keine Garantie für eine Rettung. Schauen wir uns aber kurz die drei Teile mal überblicksmäßig an. Das LVS-Gerät ist eine Möglichkeit, ein anderes LVS-Gerät zu orten. Dabei spricht man einerseits von einer Sende- und andererseits von einer Empfangsmöglichkeit. Beides kann das Gerät, jedoch nicht beides gleichzeitig. Deshalb werden von Beginn einer Tour alle LVS-Geräte in den Sendemodus geschalten. Denn beim Senden sendet das LVS-Gerät ein elektromagnetisches Feld aus. Dieses Signal kann nun von einem anderen LVS-Gerät wieder eingefangen werden, wodurch sich die Position des gesuchten Geräts ergibt. LVS-Geräte brauchen für dieses Einfangen sogenannte Antennen. Am Markt heute hat sich das LVS-Gerät mit drei Antennen durchgesetzt und ich kann niemandem empfehlen, alte, gebrauchte ein- oder zwei Antennengeräte zu kaufen. Die Antennen spüren nämlich genau diese Signalwellen des LVS-Geräts auf. Je nachdem, wie die Lage des gesuchten LVS-Geräts ist, kann es aber im blödesten Fall bei alten Geräten sein, dass die Antenne das Signal verfehlt und das LVS-Gerät keine Info zurückgibt. Deshalb hat man über die Zeit eben drei Antennen verbaut. Diese erkennen quasi in jeder Lage sehr treffsicher. Nun ergeben die drei Antennen ein gutes Positionsbild des sendenden Geräts und leiten einen eben genau zu diesem Gerät relativ genau hin. Soweit mal grundsätzlich zum LVS-Gerät. Man kann, und wir werden das auch noch, das LVS-Gerät in die Details und Probleme zerlegen, aber das ist ja hier nur ein Überblick. Die Lawinensonde hat die Funktion, uns das Leben in der Rettung zu erleichtern. Während man ohne Sonde den erreichten Umkreis des LVS-Geräts komplett ziellos freibuddeln muss, kann eine Lawinensonde dafür sorgen, dass wir punktuell die verschüttete Person finden. Das Prinzip ist sehr einfach. Die Lawinensonde besteht aus unterschiedlich vielen und langen Gliedern, die zusammengesteckt eine lange Stange ergeben.
Diese lange Stange versenken wir an passender Stelle im Schnee. Erhalten wir einen Widerstand, wissen wir, dass wir irgendwen erwischt haben. Eine große Lawine macht manchmal auch 3 Meter lange Stangen notwendig. Und gerade hier ergibt die Sonde dann auch sehr viel Sinn, da man nur so effizient den richtigen Ort zum Graben finden kann. Und Graben ist auch schon das richtige Stichwort, denn jetzt kommen wir noch zur Nummer 3, der Lawinenschaufel. Die Lawinenschaufel ist im Prinzip kein Hightech-Gerät. Es ist einfach eine Schaufel. Fatalerweise gibt es am Markt neben Aluminiumschaufeln auch noch andere Ultralight-Schaufeln zu kaufen. Ich rate hier ausdrücklich von jeglichem anderen Material ab. Der Grund? Ich habe auf Skitouren sowohl schon mal eine abgebrochene Plastikschaufel gesehen, als auch eine abgebrochene Carbonschaufel. Zum Glück ist es heute mittlerweile schon eher unüblich, dass solche Dinge verkauft werden, aber ich möchte es hier trotzdem nochmal definitiv erwähnt haben. Natürlich gibt es, obwohl Alu immer Alu ist, auch noch Abstufungen und verschiedene Größen und Stärken. Hier sollte man immer für sich selbst entscheiden, was man kaufen und auch tragen will. Minischaufeln sind ultra klein und ultra leicht, im Zweifelsfall aber eben auch ultra tödlich. Riesige Schaufeln sind sehr groß, sehr schwer, sehr klobig, bringen aber in kürzester Zeit ordentlich Material von Stelle A zu Stelle B. Wenn man eine extrem flache Skitour mit knapp bemessener Schneedecke und LWS 1 durch den Wald geht, weiß ich nicht, wie viel Lust man auf eine riesen Schaufel hat. Zumal sie eben wahrscheinlich nicht ihrem Einsatzzweck wirklich gerecht würde. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite können kleine Ultralight-Schaufeln eben auch so ineffizient werden, dass man einen Tod sterben muss, um etwas Material umzugraben und im schlimmsten Fall auch der Partner. Hier kann ich euch keine richtigen oder falschen Wege angeben. Ihr müsst für euch selber entscheiden, welches Packmaß, welches Risiko und welche Touren ihr im Allgemeinen vorhabt. Ich persönlich bin mit der mittleren Größe von Ottovox unterwegs. Kleiner war mir zu heikel, größer schien mir überflüssig. Also, LVS-Gerät, Lawinenschaufel und Lawinensonde. Diese 3 Dinge sollten immer dabei sein, wenn es im Winter auf eine Bergtour geht. Egal wie. Diese Sachen sind teuer und das weiß ich sehr gut. Deshalb, wenn ihr knapp bei Kasse seid und nicht so viel Geld für die individuelle Zusammenstellung der Sachen habt, achtet im Internet ein wenig auf fertige Sets und fertige Konfigurationen. Da hat man dann vielleicht nicht überall das leichteste Ding der Welt, aber kommt relativ preiswert durch. Ich verlinke euch da ein paar Sachen auch in der Videobeschreibung für günstigere Einstiegsangebote. Die Sicherheitsausrüstung ist für mich kein Punkt, an dem ich verhandle. Natürlich muss das unterm Strich jeder für sich entscheiden. Außerdem sollte auch die restliche Notfallausrüstung nicht fehlen, ergo Biwaksack und Erste-Hilfe-Paket. Das bedeutet im Winter also ein Plus an Ausrüstung und nicht entweder oder. Wir haben jetzt einen kleinen Überblick über das Dreigespann der Sicherheitsausrüstung. Nächste Woche schauen wir uns das Thema Tourenski an. Übrigens, falls ihr auf der Suche nach Schneeschuhen seid, kann ich euch ein Video, etwas älter, von mir hier oben empfehlen. Das ist zwar schon etwas älter, aber inhaltlich immer noch sehr aktuell. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das völlig kostenlose und uneingeschränkte Angebot der Alpen Academy mit einem kleinen Kaffee als Spende unterstützen würdet. Bis dahin, Bergheil!